empfinden Sie denn bei dem Bild? Was sind denn das für Gefühle, die Sie da entdeckt haben? Eigentlich, der Tanz ist meine Muse. Diese Farbe sind für mich peruanische Farbe, also repräsentieren meine Heimat. Was ist denn Heimat für Sie? Heimat für mich ist die Sprache. Das ist typisch aus den Anden, zum Beispiel diese kräftige Farbe. Wir haben in viele peruanische Decke, fühle mich wie ja, ein Gefühl von dieser peruanischen Decke. Und da war wichtig, deswegen diese Farbe zu benutzen. Das finde ich wunderschön, was Sie sagen. Jetzt kommt mir spontan die Idee, weil Sie ja gerade gesagt haben, meine Heimat ist meine Sprache. Aber ich würde Ihnen jetzt spontan vorschlagen, dass Sie ein paar Sätze, was Sie jetzt eben sagten, auf Deutsch, sagen Sie es doch einfach in Ihrer Sprache. Das finde ich wunderschön. Para mí, los colores fuertes de este cuadro representan mucho de mi país, porque los Andes peruanos tenemos estos colores en las mantas andinas, ¿no? Einen großen Applaus für Tivoli. Tivoli, was heißt das? Tivoli heißt Dirk, Volker und Dieter. Und wir freuen uns, dass wir heute Abend von Tivoli einfach nicht die malerischen Zwischentöne, sondern die musikalischen Zwischentöne bekommen. Mal laut und mal leise gemalt. Drei Kurse. Das wissen die meisten von Ihnen nur zu gut, sind in dieser wunderschönen und sehr, sehr vielfältigen Ausstellung zusammengeflossen. Eine Spielwiese für Betrachter und Betrachterinnen, die immer wieder überrascht werden von den unterschiedlichen Motiven. Herzlich willkommen, sage auch ich. Herzblutmalerin, ja, das bin ich wahrscheinlich. Ich liebe meinen Job und ich liebe es auch immer wieder, neue Leute in meinen Kursen aufzunehmen. Ich habe junge Künstler, ich habe ältere Künstler und ich habe alle Menschen bei mir, die wirklich mit Leib und Seele auch dabei sind. Sigrun ist einfach eine tolle Lehrerin. Ja. Ich würde nie woanders hingehen. Sigrun geht nicht nach ihrem Stil und möchte das jemand anderem aufdrücken, sondern die sucht immer, was ist deine Linie, was bist du und unterstützt einen dabei. Und das finde ich so toll. Die will eigentlich den Menschen entdecken, ne? Ja, vor allem deswegen sind diese Bilder so unterschiedlich. Ich liebe diese Vernissagen mit dieser Stimmung, mit wunderbarer Begegnung miteinander, mit unserer Kunst, mit der Musik, mit der Ilona, die meine Fachgebietsleiterin ist und wir sind oft am Telefon unterwegs und beflügeln uns gegenseitig und der Frau Heuer als ich muss ganz bei mir sein. Ja, schön. Also Bilder auch als Spiegel des bei sich selber Seins. Ja, also für mich ist gerade jetzt in diesen Zeiten, wo man dann mit Krieg und Aufrüstung und was weiß ich nicht, es gibt so viele Probleme und da ist das so für mich neben anderen Dingen etwas, wo ich einfach mal loslassen kann und wo ich dann wirklich ja, vergessen kann. Ach, schön. Mag die Tochter sich vielleicht da vorstellen, daneben, weil du hast so ein schönes Outfit. Wenn vielleicht irgendwie so zu Füßen, ach, so geht's, wenn ich dir zu Füßen liege, dann. Und was sagst du, was hast denn du für ein Gefühl bei der Kunst deiner Mama? Sind diese Bilder für dich auch? Die Julia malt das selber. Ja. Ah. Ich finde es schön, dass meine Mama nur noch die Bilder für sich auch hauptsächlich malt und nicht mehr, es muss niemandem anderen mehr gefallen, nur ihr, das finde ich sehr, sehr schön. Das ist das schön. Beste, was man macht.
Das ist Freiheit, ja. Ja. Das ist Freiheit. Freiheit von den Meinungen der anderen. Das ist eine harte Arbeit. Ja. In diese Freiheit zu kommen, ne? Ja, das ist eine harte Arbeit. Ja, ich habe auch irgendwie, glaube ich, eine Entwicklung durchgemacht, dass ich früher so zaghafter war. Ich male ja immer schon. Aber jetzt habe ich so das Gefühl, im Alter bin ich irgendwie freier. Dieses Bild, finde ich, das ist so viel Emotion und Spannung. Nicht. Aber vielleicht ist das ja... Du musst die Flucht- und Rettungspläne überzeichnen. Das großartig. Das ist doch eine Mission im Leben. Ja, es führt dazu, dass Menschen gerettet werden. So ist rettende es. Kunst. So also ist hallo. Es. Ich meine, das hat Bedeutung. Thank you.